Willkommen an der Strandpromenade der Orakelnixe zu einer neuen Botschaft für genau hier und jetzt. Ja, der Ausblick ist noch der fast selbige, jedoch hat sich der Stranduntergrund etwas geändert von kieselgrau in beigebrauner Sandstrand mit Muscheln und Seesternen. Ja, Maximalgröße, so wie es sich gehört. Mit kleinen Fischchen geben wir uns ja nicht zufrieden. So, ich hoffe, das neue Outfit gefällt euch genauso gut wie mir. Und ich schaue mal, ob ich euch auch hier felsenfest auf Sand gebaut bekomme. Ist gar nicht so einfach. Ja, bleibt hier standhaft. So, dass ihr von allem etwas seht. Vor allem von den Karten nachher. Mein Leuchtturm glänzt in strahlenden Chakrenfarben. Ja, das Fundament sind die Chakren. Gefällt mir auch sehr, sehr gut. Diese bunten Steinchen, die ja auch ja, energetisch unterstützen können. So, ich hoffe, dieser Wellengang hier, diese Schatten irritieren nicht zu sehr. Wir schauen mal. Ansonsten ist immer noch eventuell ja, die Beleuchtung noch anders einstellbar. Wir schauen mal, wie es sich jetzt hier herauskristallisiert, ohne meine Finger hoffentlich hier im Spiel zu haben. Ja, ist auch ein bisschen schade, wenn die Nixe immer ein bisschen ohne Kopf auf dem Bild ist. Aber man kann nicht alles haben. Ja, was machen wir heute? Wir schauen heute auf... Ja, was schauen wir denn heute? Was machen wir heute eigentlich? Ich bin noch so fasziniert von meinem Sandstrand, dass ich mir noch gar kein richtiges Motto überlegt habe. Wir schauen ja immer sehr, sehr oft auf die Liebe oder auf ein Gegenüberlein. Ich würde sagen, wir schauen jetzt mal bei euch selbst, diejenigen, die hier mit in Resonanz gehen können und wollen. Warum denn eine Situation derzeit so ein bisschen schwammig ist? Das könnte sein in Berufsthemen, Finanzthemen, zwischenmenschlicher, liebestechnischer Verbindung. Ich lasse es mal offen, vielleicht bekommen wir auch ein tieferes Thema gestellt vom Universum. Woran könnte man selbst noch arbeiten? Wo gibt es noch einen kleinen Knackpunkt? Ja, man schaut immer nicht so gern bei sich selbst, jedoch ist es doch so, wenn man sich selbst in Balance hat, dann strahlt man auch eine Zufriedenheit aus und das merken auch die anderen um einen herum und die treten dann meistens, auch nicht immer alle, aber meistens, doch ganz anders einem gegenüber auf. Ja, wenn man freudestrahlend durchs Leben geht, dann bekommt man meistens auch ein Lächeln zurückgeschenkt oder der ein oder andere, der es nicht interpretieren kann, fragt dann, warum oder ja, wieso, weshalb man denn lacht, was es zu lachen gibt. Ja, jetzt schauen wir doch mal, wie kommen wir wieder in die Freude, in die Fülle. Ja, der Blumenstrauß, das Treffen liegt auf dem Kopf, das heißt, hier wünscht man sich eventuell wieder schöne Zeit treffen mit Bekannten, mit Freunden, Verwandten oder auch einem Herzmenschen. Durch das Kopfgelage ist es derzeit wohl nicht angesagt, es ist derzeit nicht der richtige Zeitpunkt, um hier aufeinander zuzugehen. Vielleicht ist man derzeit auch sehr im irdischen Leben eingebunden. Ich muss gerade mal schauen, lichtverhältnismäßig, ja, es geht noch ein bisschen. Ja, also die schöne Zeit, die Treffen, die sind derzeit noch ein bisschen in Kopflage. Das heißt, es läuft noch nicht so ganz so rund, wie man es sich wünscht. Wir haben den Baum, ja, vielleicht auch mal wieder öfters treffen, ja, stabile Treffen oder stabil auf jemanden zugehen. Ja. Schauen wir mal weiter, was das hier noch zu bedeuten hat. Ja, die Wunscherfüllung. Die Wunscherfüllung, auch die Klarsicht, vielleicht in Bezug auf jemanden Nettes im Umfeld, jemanden, den man lieb gewonnen hat.
Das kann jetzt einfach eine Freundschaftsebene sein, männlich oder weiblich, ganz egal. Da sind derzeit die Treffen ein bisschen schwierig. Vielleicht ist man eingebunden durchs Außen, durch anstehende Feste, Festlichkeiten oder auch berufsmäßig was, könnte auch sein, familiär natürlich auch. Hier wünscht sich jemand wieder eine Verfestigung einer Verbindung oder eben öfters mal wieder, dass man sich sieht. Was haben wir denn noch? Wir haben ja die Mäuse auf dem Kopf. Die Mäuse stehen für ja, Energieschwund, auch ein bisschen Kummer, etwas nagt an einem. Ja, weil hier irgendeine Verbindung derzeit, ja, ich möchte nicht sagen, richtig abgebrochen ist, aber sie ist ein bisschen auf Hauldstellung, also so ein bisschen auf, ja, Halteposition, ja, Warteposition vielleicht auch. Vielleicht erwartet der eine oder andere von dir etwas oder du von jemandem etwas und das zermürbt etwas. Ja. Ja, wieder neue Treffen, neue Schritte, neue Kommunikation, neue Unternehmungen sehe ich hier, die man ja vermisst. Die vermisst man. Man möchte hier wieder in die schöne Zeit kommen. Na, oh la la, wir haben die Lilien allerdings auf dem Kopf. Ja, die Harmonie, den Frieden, vielleicht auch eine Art Versöhnung, je nachdem. Für den einen oder anderen vielleicht auch die körperliche Nähe, ja, Haut an Haut spüren, könnte hier genauso sein. Aber mit vorsichtigen Schritten. Also hier ist irgendwie ja, etwas aus dem Ruder gelaufen. Wir sehen auch warum. Der Leuchtturm, jemand hat sich zurückgezogen, eingekastelt, vielleicht liegt es am Wetter, vielleicht hat jemand eine depressive Phase, vielleicht geht es jemandem gesundheitlich nicht gut oder es ist jemand finanziell ein bisschen in der Schieflage. Ja, der Turm liegt jetzt auch so ein bisschen schief, wie der schiefe Turm von Pisa. Und ja, vielleicht sind auch einfach die Chakren nicht ganz gereinigt. Ja, der Energiefluss, Yin und Yang und das ganze Qi, was rauf und runter fließen darf, ist hier ein bisschen blockiert, ein bisschen ja, aus den Bahnen geraten. Ja. Irgendwie ist hier der Fluss nicht mehr ganz so klar und rein, wie es sein darf. Schauen wir mal die Tendenzen. Was könntest du hier tun, um hier die Situation aufzuklären? Hier schaute der Berg raus, wollte aber noch nicht so richtig. Wir haben die Kommunikation. Ja, Kommunikation, etwas klären, etwas bereinigen, was einem am Herzen liegt, auf dem Herzen. Ja, irgendetwas auszusprechen, zu bereinigen. Ja, mit einem Gegenüber. Kann ein Herzmensch sein eben oder familiär, freundschaftlich, ganz egal wer es ist hier noch etwas unbereinigt, etwas ist hier in Aufruhr gewesen, aus der Balance gekommen, ja, jemand hat sich eben zurückgezogen, entweder du oder auf jenen oder jene du schaust, ja, vielleicht gab es hier scharfe Worte, harte Worte, Diskussionen, die man jetzt auch nicht mehr haben möchte. Man versucht jetzt hier zu schauen, ja, wie kommen wir hier wieder in Fluss, Yin und Yang, weibliche und männliche Energie, also nicht zu viel und nicht zu wenig. Hier schmiedet jemand vielleicht einen Plan, entweder du oder auf jemanden, wo du schaust. Göttliche Führung, Engelsflügel, es darf wieder leichter werden. Man schaut hier auch auf Klarsicht, man wächst in der Spiritualität, die Gefühle sind da, zumindest mal im Sakralchakra, wenn wir es mal so nennen dürfen. Auch den Turm sehe ich als Wurzelchakra hier an. Die Erdung, ja, man darf sich hier wieder erden, man darf wieder sich aufrichten nach einem Stolperer vielleicht, ja, das Kindlein muss hier ja auch noch geführt werden. Ja, mit Leichtigkeit möchte man wieder treffen, das Lachen, ja, die tiefen Gespräche über Gott und die Welt, die man hier hatte, die tiefen Gespräche von klein, von der Pike auf bis hoch zum Weltall, gab es ja jede Menge Gesprächsthemen und Redefluss.
Aber irgendwie ist hier noch ein kleiner Stolperstein gewesen. Ein Stolperstein, vielleicht sind es Ängste bei dir oder bei deinem Gegenüber oder bei beiden. Vielleicht gab es hier einen Triggerpunkt durch was auch immer. Wir haben eine Verankerung, wir haben auch das Berufsthema. Ja, und das klebt zu arg, also sollen wir es nicht wissen. Dennoch möchte ich gerne erfahren, was ist denn hier der Stolperstein gewesen im Sandstrand? Ja, die fiesen Steine, die man ab und zu am Strand hat, ja, wo man dagegen boxt mit dem Zeh, das tut immer richtig schön weh und es reimt sich. ja, welches Orakel könnte ich denn da dazu nehmen? Welches bringt hier Licht ins Dunkel? Ich würde sagen, wir nehmen auf jeden Fall mal die Einhörner, weil die Lichtkarte, die hatte ich mal extra geschenkt bekommen, die ist im Orakel auch noch mal drin. Die hat mich eben angeblinkt, weil Licht ins Dunkel bringen, das können die sehr gut. Mein lieben Einhörnchen, welches Thema hat hier denn zum Stolperstein im Sandstrand geführt? Das scheint nicht nur ein Thema zu sein. Dank. Denke an die Menschen und Dinge, für die du dankbar bist. Ja. Brüder und Schwestern, um mit anderen gut auszukommen. Sieh Liebe und das Beste in ihnen. Also es könnte zum einen ein Verwandtschaftsthema sein. Ja, Brüder und Schwestern. Vielleicht gab es da mal irgendwelcher Redefluss, der nicht so schön war. Ja, vielleicht gab es bestimmte Muster, die man vielleicht von den Eltern übernommen hat und die älteren Geschwister es dann anderen auferlegen. Es können auch die Jüngeren sein, müssen nicht immer die Älteren sein. Dass hier bestimmte Muster eben vorgelebt werden und auferlegt werden oder ja, dass man eben nachziehen sollte, den Ahnen. Ja, wenn jemand vielleicht noch kinderlos ist, heißt es vielleicht, ja, jetzt wird es aber Zeit, dass du auch mal eine Familie gründest. Ja, bei den Nachzüglern oder bei anderen heißt es ja, wieso heiratest du schon? Du bist doch noch zu jung. Oder. Ja, diese auferlegten Glaubenssätze könnten hier vielleicht ein bisschen einen verunsichert haben. Also die Ahnenthemen müssen jetzt nicht immer Brüder und Schwestern sein. Es können auch Tante, Onkel oder auch die Eltern sein. Manchmal auch die Kinder, jemand, je nachdem, welchem Alter ihr seid, ja, die hier vielleicht ein bisschen dreinquatschen. Derjenige ist zu jung oder zu alt für dich oder Nationalität passt nicht oder dies oder das oder jenes könnte sein. Und zum anderen haben wir hier, denke an Menschen und Dinge, für die du dankbar bist. Ja, hier sieht es für mich so aus, wie wenn sich hier jemand von Ahnenthemen oder eben alten Glaubenssätzen ablöst. Es könnte natürlich auch im weitesten Sinne sich um Freundeskreis handeln oder Ex-Partner oder noch Partner, irgendjemand, der hier reinquatscht, die Verbindung schlecht redet. Und hier schaut jemand hin, für wen bin ich wirklich dankbar. Ja. Muss ich auf dieses Gequatsche hören? Muss ich die gleichen Schritte gehen wie die anderen, wo schon alles niedergetrampelt haben? Oder gehe ich einfach dahin, wo es mich hinzieht, wo ich mich wohlfühle, ja, wo ich mich geborgen fühle, wo ich aufblühen kann, wo ich aufgehen kann, wo ich auch aufstehen darf, wo ich selbst, mein Mann, meine Frau stehen darf, so sein darf, wie ich bin, ohne zu verstellen, ohne Masken auferlegen zu müssen, ohne, wie gab es mal eine Werbung, mein Haus, mein Auto, meine Familie, ja, so die Karten auf den Tisch legen müssen, wirklich müssen, um einem bestimmten Kreis anzugehören, ja. Ja. Ha, was haben wir denn noch? Das Unterdeck haben wir noch nicht angeguckt, ja. Lass den Stress los, übernimm nicht den Stress anderer Leute, atme ihn jetzt aus. Ja, wie ich schon tief durchgeatmet habe, hier wieder so ein bisschen Traurigkeit nehme ich hier wahr, ja, wenn man hier in ein Muster reingezwängt wurde. Und hier darf man nun hinschauen, muss ich andere Leute Stress mir auferlegen, wenn andere sich ein neues Auto kaufen, brauche ich dann ein neues Auto? Wenn die einen drei Kinder haben, brauche ich dann auch drei Kinder? Wenn die einen auf Lanzarote Urlaub machen, muss ich dann unbedingt auch dahin oder geht es nicht irgendwo vielleicht wo ganz anders hin?
Das könnte sich hier jemand überlegen, ja, wo bin ich glücklich, was habe ich nur aus einem Nachahmungseffekt oder aus Gruppenzwang vielleicht auch gemacht oder eben aus Ahnenverhaltensmustern. Okay, war sehr spannend, sehr, sehr aufschlussreich. Ich überlege, ob ich noch was dazu nehmen kann. Irgendwie zieht mich Merlin noch magisch an. Muss ich mal kurz ein bisschen abbauen. Merlin. Der zauberhafte Zauberer. Was hast du uns hier noch zu sagen? Welche Energie nimmt jetzt jemand auf, um hier in Fahrt zu kommen? Um hier klar Schiff zu machen? An dieser Wellenpromenade. Magische Zeichen. Himmlische Führung. Der Himmel sendet dir magische Zeichen. Sie enthalten gebündelte Lichtinformationen und harmonisieren dein ganzes Sein. Dein ganzes Sein. Licht und Schatten. Trage ein Amulett oder dein Lieblingssymbol bei dir. Richte dich aus und webe deine Magie. Ja. Was du heute denkst und fühlst, kann morgen schon werden. Und am Unterdeck haben wir noch die Elemente, Balance und Gleichgewicht. Luft ist dein Atem, Feuer ist dein Spirit, Wasser ist dein Blut und Erde ist der Körper deiner Seele. Achte auf deine Körper und Elemente, reinige sie und bringe sie ins Gleichgewicht. Deine Elemente, hier sehe ich auch ganz klar wieder die Chakren, ja, das Qi wieder ins Fließen bringen, von oben bis unten, wenn man so einen Schauer bekommt. Ja, ich kenne das so ein bisschen von, ja, wenn man sich einfach rundum wohl fühlt oder wenn man an bestimmte Menschen, Situationen, Träume, Visionen sich hineinfühlt, so eine Art Trance-Zustand, Hypnose-Zustand, dann kribbelt es von der Zehenspitze über den Rücken bis hoch zu den Haarwurzeln. Und das ist unbeschreiblich, dieses Kribbeln. Nicht nur im Bauch, sondern wirklich im ganzen Körper. Und dann fließt die ganze Energie wieder durch einen durch. Ja. Ähnlich wie ein kleiner Stromschlag. Nur ein bisschen angenehmer, aber so ein bisschen kalter Schauer auch. Also es ist, ja, es ist magisch. Ja, wer das kann, meditationsmäßig und so weiter, einfach mal wieder reinigen. Ansonsten Wasser im Innen wie im Außen, Baden, Duschen, Therme, Waldbaden, Windbaden, gibt so viele tolle Dinge, die auch nicht unbedingt viel oder überhaupt was kosten, außer die Energie, es endlich anzugehen. Ja, also hier geht es um Reinigung, Stress loslassen, alte Muster loslassen, Glaubenssätze loslassen, eigene Wege gehen, nicht die alten Trampelpfade hinterherlaufen, dahinter lässt man keine eigenen Spuren und dann darf das Feuer lodern, das Wasser darf fließen, die Luft darf ebenfalls fließen, ja? Und die Erde gibt das Fundament, auch sehr wichtig. Erdung ist genauso wichtig wie Plus- und Minuspole. Ja, meine Lieben, in diesem Sinne bedanke mich bei euch fürs Zusehen, für euer Sein, für eure Unterstützung mit Daumen nach oben, Abos und so weiter. Ihr kennt es. Und ich freue mich aufs nächste Mal an der Strandpromenade der Orakelnixe zur nächsten Botschaft. Bis dann, alles Liebe, alles Gute. Tschüss, deine Orakelnixe.